So, hallo und herzlich willkommen zu deiner Tagesenergie, deinem Tagesimpuls für Freitag, den 30. Oktober. Jetzt klopft der November schon mächtig an die Haustür. Man merkt es auch draußen. Ich hoffe, ihr habt noch keinen Herbstblues erlitten, meine Lieben. Und schaut mir jetzt voller Elan und Energie bei meiner Mischung zu hier. Wir haben hier wie immer einmal für die Beziehungen, dann haben wir einmal für die Singles, dann haben wir einmal für den Beruf. Und dann haben wir noch eine Botschaft aus der geistigen Welt. Leg aber jeweils nur zwei Karten, weil ich möchte nicht, dass sich das Video so sehr in die Länge zieht. Ne? Okay, also ich fange mal an und dann geht es auch schon los in Sachen Beziehungen. Welche Energien stehen uns denn da zur Verfügung? Welche Energien stehen uns da zur Verfügung für die Beziehungen? Ja, schwere Energie. Okay, da ist eine gefallen. Jawohl, das sieht mir nach einer Romantik aus, nach Sinnlichkeit. Ja, die Karte, die steht auch für die Sexualität. Ja, vielleicht geht es ja da zur Sache. Wollen wir mal schauen, was da noch für eine Karte springt. Ah ja, haben wir schon eine. Ah, naja, ganz klar. Hier zu Hause bei den Liebenden, da geht es zur Sache. Ja, die Lilien, die stehen ja für die Romantik, für die Sinnlichkeit, die stehen auch für die Sexualität. Ja, und was da zu Hause damit zu verbinden ist, das brauche ich euch ja wohl nicht erklären. Ja, das ist ja autodidaktisch. Da scheint es schöne Schäferstündchen und romantische Zeiten zu geben zu Hause bei den Liebenden. Das ist ja mal eine schöne Kartenkombi. Ja? Okay, dann schauen wir mal rein bei den Singles. Und da fliegt es ja auch schon. Auweh, das sind die Eulen gefallen, das sind Vögel. Ja, die Vögel, das ist eine nervöse Karte. Steht immer so ein bisschen für Kummer, Sorgen, Aufregung, Nervosität. Also das ist eine ganz nervöse Karte. Da wollen wir doch mal schauen, was wir hier an Klärungskarten bekommen. Mal gucken, da ist schon eine. Aha, okay, ja, vielleicht gestern hatten wir das Thema Fernbeziehung. Ja, nein, hier haben wir heute auch die Vögel, die Nervosität in Bezug auf der Öffnung. Ja, du hast Schwierigkeiten oder hast Sorge darüber, dich jemandem zu öffnen, weißt nicht so recht. Ist er gut oder ist er nicht gut für mich? Also es macht dich nervös. Du bist dir also unsicher in Bezug auf das Thema, ob du dich jemandem oder deinem potenziellen Partner öffnen sollst. Ja, also ich würde es jetzt gern hier noch weiterlegen, aber wir machen ja hier einen Quickie. Also prüfe doch mal ganz genau, wer da dein Gegenüber ist. Ja, weil hier ist Nervosität da, hier ist eine kleine Sorge und Aufregung da in Bezug auf die Öffnung, also deine Herzöffnung gegenüber einem potenziellen Partner. Also prüfe vorsichtig. Gut, dann schauen wir mal in den Beruf hinein. Was gibt es denn da? Eine Gehaltserhöhung hat man schon lange nicht mehr. Wie wir alle wahrscheinlich. Aha, okay. Ja, die Fischekarte. Ich sag's gerade noch, ja, Gehaltserhöhung hatten wir schon lange nicht mehr. Die Fische, die stehen ja für den finanziellen Wohlstand. Da bräuchten wir jetzt nur noch die passende Klärungskarte dazu. Schauen wir mal. Okay. Oh ja, das sehe ich schon. Das sind die Wege gefallen. Ja, Fische Wege, das heißt in Sachen finanziellem Wohlstand, da hast du eine Entscheidung zu treffen an diesem Freitag. Ist die Energie gut, dass du dir vielleicht darüber im Klaren wirst, ob du den nächsten Schritt beruflich gehst, ob du eine Entscheidung triffst hinsichtlich deines Verdienstes, ob du woanders hingehen möchtest. Ja, auf jeden Fall bietet sich dir eine Entscheidung an eine Möglichkeit, hier mehr Geld zu verdienen. Da musst du natürlich auch abwägen, ob du das möchtest, ja, ob dir das Geld wert ist. Okay, gut, schön. Dann schauen wir doch mal, was die geistige Welt so für eine Botschaft für uns hat. Okay, da bist du gefallen als Personenkarte. Interessant. Interessant. Scheint eine wichtige Botschaft zu sein.
Okay, jawohl, da sind die Mäuse gefallen. Ja, das ist ja etwas nagt an dir, das ist Zerfall, das ist ein nervlicher Auftrieb oder Abrieb, ja. Die Botschaft aus der geistigen Welt, die sagt ja auf jeden Fall, wende dich mal von dem ab, was dich nervt, ja. Gib dich nicht zu vielen Problemen hin. Frag dich auch öfters mal, ob das überhaupt dein Problem ist, mit dem du dich da gerade beschäftigst. Ja, die Mäuse, die stehen für Zerfall, die stehen für Unruhe, für Nervosität. Also eine ganz schreckliche Karte eigentlich, die Mäuse. Und du drehst dich davon weg. Das heißt, die Nachricht oder die Botschaft aus der geistigen Welt heißt: Wende allem, was nervig und stressig ist in deinem Leben, den Rücken zu. Ja? Dreh dich einfach weg, frag dich, ob das wirklich dein Problem ist oder nicht. Und wenn es nicht dein Problem ist, dann lass es auch so sein. Ja, das ist die Botschaft aus der geistigen Welt für dich. Finde ich ganz gut, sollte man öfters mal machen. Ne? Und jetzt verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns bestimmt zum nächsten Video.